Und damit recht herzlich willkommen zur nächsten und gleichzeitig vorerst letzten Folge Enigmatica 6 Expert. Nein, ich werde das Pack nicht aufgeben. Ich werde es weiterspielen. Allerdings genehmige ich mir 1 bis 2 Wochen Ruhe. Also Ruhe vorm Aufnehmen. Ich werde weiterspielen, ich werde ein bisschen alles zusammenziehen, Sachen fertig machen, Sachen farmen vor allem. Und dazu brauche ich Ruhe, vor allem brauche ich mal Ruhe im Kopf, nicht ständig dran denken, wie geht es jetzt weiter im Pack und so weiter und so fort. Ich werde auf dem Entwicklungsstand, wie ich jetzt bin, bleiben. Werde vielleicht das eine oder andere, ich mache mal kurz meinen Magnet aus und sammle ich da alles ein. Ich werde wahrscheinlich das eine oder andere, das eine oder andere Tool aufwerten, vielleicht mal gucken. Ich werde vor allem hoffentlich, wenn ich die Zeit und den Kopf dafür finde, viel bauen, weil selbst mit dem, was ich jetzt hier vorbereitet habe an Platz, werde ich nicht viel weiterkommen. Ich werde in der Zwischenzeit dann wahrscheinlich auch eine Mobfarm bauen. Einfach nur eine von Hand Mobfarm, dass ich von Hand Sachen farmen kann und so weiter und so fort. Aber kommen wir jetzt zu dem, was ich die letzten Tage noch gemacht habe, bevor ich schon gedanklich in den Ruhestand gegangen bin, um das mal so auszudrücken. Ich habe den Cablegen oder das, die, den, der, die, das, den, der, das, die Cablegen wieder aufgebaut. Und zwar 4 verschiedene Varianten. Einmal hier vorne ist wirklich Kabel. Allerdings mit einem Ironblock, mit einem Eisenblock unter, so dass wir mehr verschiedene Kabelsorten machen, wie ihr da seht, zum Beispiel das Saffron. Hier ist ein Standard Vanilla Stone Generator mit einem Diamantenblock unten drunter, so dass er alle möglichen Steine generiert. Hier ist ein Generator nur für Voidstone, also der ist jetzt auf Voidstone ausgelegt, weil schöner schwarzer Stein kann man immer gebrauchen. Und hier ist das Ganze nochmal Marble auch, Standard Vanilla Stone Generator, Lava von oben, Wasser von der Seite. Ich gehe mal kurz gucken, ob ich da. Ups, das ist. Ups. Wieso kommt da noch Lava aus der Decke? Wahrscheinlich, weil ich hier noch einen bauen wollte und nicht gemacht habe. Na gut, dann gehen wir nach unten. Ah ne, können wir ja gar nicht, weil es ja. Oh ja, ich habe keinen Stein mehr drin. Okay, gut. Gehen wir kurz nach oben. Standard Vanilla. Ja, lassen wir das mal kurz. Standard Vanilla Stone Generator. Hier kommt die Lava runter. Ach, deswegen kommt die Lava da raus. Ja, dann machen wir das doch einfach mal zu. So. Und hier auch. So, jetzt kommt die Lava wirklich nur runter. Hier ist, kommt die Lava rein, raus. Unten ist per. Komme ich. Ich glaube, ich hinten beim Stone Generator sollte ich rankommen, beim Kabel. Hier ist auch Lava runter. Ey, was ist denn hier los? Ach nee, warte mal, das war die Originallava für das Ding. Na gut, egal, jetzt haben wir ihn ausgeschalten. hier unten seht ihr, hier habe ich das ein bisschen verstecken müssen, ein bisschen weiter nach hinten wegen dem Cobblestone Generator Gedöns. Hier ist eine Stair, die Stair ist gewaterlockt, so dass die Lava den Source Block nicht erreicht. In dem Fall hier hinten, das heißt, bei den Stone Generator ist das Ding hier. Seht ihr da? So kann die Lava, die von oben kommt, den Source Block nicht erreichen. Und zack, fertig. So, jetzt muss ich hier bloß nachher wieder die Lava reinbauen. Gut, der ist sowieso ausgeschalten, weil wir haben 61.000 oder so Cobblestone. Hier habe ich mittlerweile. Ui, warte mal kurz die Stimme. Hier habe ich schon die Planks vorbereitet. Also jeweils in jedem Drawer sind 2.500 Treated Wood Planks drinne. Plus 1 hier oben. Also hier 2.499 plus hier oben 1 in Ding. Beziehungsweise ich glaube sogar 16 sind da fast das Ding. Schindeln und das Crystal Glas, glaube ich, oder Framed Glas ist das, was wir brauchen. Machen wir dann, wenn es soweit ist, zusammen. Dann habe ich hier hinten das aufgrund der Menge an Cobblestone und Stone-Varianten, die ich jetzt bekomme,
das Lager noch ein bisschen erweitert. Da ist meine... Wieso? Egal. Habe ich das Lager ein bisschen erweitert. Also das sind Smoothstone Bricks. Okay. Gut. Wie ihr seht, einfach nur so mit 4x4 Drawer, Großteil nicht mal abgegradet, sondern nur auf 8, so dass das Zeug aus der Kiste rauskommt. Mehr habe ich hier nicht gemacht. Dann habe ich kurz nach der letzten Folge, wir gehen mal rüber zu Blood Magic. Wir gehen mal kurz rüber. Da ist der Blood Circle. Habe ich hier ein bisschen aufgeräumt, also das ist weg. Miss, oh Gott, ich komme immer auf deinen Namen, komme ich immer nicht klar. Ich weiß immer nicht, ich lese immer Lilifee. Heißt allerdings, Moment, Frau Lysifee. Genau, hat schon gesagt, dass, wie ich ja auch vermutet habe, dass Villager am meisten Blut bringen. Ich habe das Problem jetzt einfach anders gelöst. Ich habe hier bereits den T4 vorbereitet, also hier, wo die Granitblöcke sind. Müssen die Runen rein, also die Blank-Runen oder Capacity-Runen und so weiter und so fort. Was ich hier oben gemacht habe, ist dann, ich habe hier einfach mit Conveyor Belts von Immersive Engineering, wie ja schon in der bei meiner Blaze Farm am Hauptstützpunkt, habe ich hier die, na, lass mich hier runter, danke, habe ich hier eine Mob-Farm gebaut. Das ist immer noch nicht sehr effektiv, weil man kann die hier leider nicht so overpowered upgraden wie im All the Mods zum Beispiel, wo man die ja, das ist ja Wahnsinn, was da rausgespuckt werden kann. Ich stehe dann halt hier unten, habe hier unten meinen Schalter, die Automation ist fertig, der hier exportiert die Other Stone Slates, der exportiert nur die Blank Runes und hier vorne im Input ist ein Stack Limiter drin, der das Ganze auf 1 beschränkt. Wenn wir nachher einen größeren Mana Pool haben, weil jetzt sind es nur 10 Buckets, Blutpool, dann können wir auch mehr machen. Dann können wir auch meinetwegen auf 8 gleichzeitig oder sowas, dass es ein bisschen schneller geht. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt haben wir hoffentlich schon das Well of Suffering da unterstehen, das automatisch Blut generiert wird. Das ganze Gebiet ist auch nicht geladen. Das ist das, was ich da noch gemacht habe. Das wird auch erstmal so bleiben. Also ich habe jetzt hier, ich glaube, ein bisschen über einen Stack Runen drinne. Ja, Slates meine ich. Ich habe aber schon zu Hause mehr Other Stone Slates vorbereitet. Die kann man relativ leicht automatisieren, wenn man genug Flux-Dust hat. Dazu musste ich ein paar, oder da kamen mir meine Redstone-Bienen, kamen mir da sehr zugute. Carsten steht da hinten immer noch, dann habe ich hier automatisiert. Mit Input und Output. Und hier sind auch nochmal bis knapp 1,5 Stacks Blank Runes drin. Oder Blank Slates. Other Stone Slates. Oder wie auch immer diese Scheißdinger heißen. Carsten hat hier übrigens, habe ich vorhin beobachtet, von da oben, hat hier ganz gute Arbeit geleistet. Carsten, toll gemacht. Bin stolz auf dich. Hat hier erfolgreich Baby Zombies. Und alles mögliche andere weggeballert. Ich möchte nicht gegen ihn kämpfen. Ich habe wirklich bis jetzt noch keinen Mob gesehen, der mehr Leben hat als Carsten. Ich möchte nicht gegen Carsten kämpfen müssen. Das wird nicht schön. Oder wäre nicht schön. Wie gesagt, das ganze Gebiet wird sich dann... Ich weiß nicht genau, ob es wirklich nur 1 bis 2 Wochen werden. Vielleicht gibt es zwischendurch auch mal kleinere Update-Videos. Ich könnte die Updates auch über Twitter rausknallen und so weiter und so fort, aber nee. Fotos, glaube ich, werden dem Ganzen nicht gerecht. Aber damit ist diese Folge auch schon beendet, nach knapp 9 Minuten. Wie gesagt, ich werde versuchen, auf dem gleichen technischen Stand zu bleiben wie jetzt. Ich werde alles nur ein bisschen kompakten... aufräumen, zurechtziehen, das noch weiter automatisieren, unten unsere Erzverarbeitung in vernünftige Bahnen zu lenken.
Genauso wie die Energieproduktion wird wahrscheinlich noch geupgradet. Ich muss viel zusammenfarmen, zusammensuchen, zusammenjagen. Insbesondere für Fossil Bait, das brauchen wir für die nächste Stufe. Insbesondere hier Fishbones, keine Ahnung, wo ich Fishbones herkriegen soll. Dann brauchen wir hier noch das Unholy Symbol, dafür muss ich noch ein bisschen, dafür muss ich noch ein bisschen was beten. Hier habe ich jetzt mittlerweile auch einen Wizard Skelly Skull drauf und vielleicht mache ich hier auch schon ein Stone Table draus oder ein Stone Altar, ich weiß es noch nicht. Aber, wie gesagt, es ist jetzt erstmal Schluss. Ich sage jetzt erstmal grob, ja, bis Anfang Mai werde ich da wohl, keine Videos rausbringen, beziehungsweise vielleicht, wenn ich die Muße habe, zwischendurch ein bisschen, so kleinere Update-Videos machen. Aber mehr wird nicht passieren, keine großen Fortschritte. Einfach nur zurückgelehnt, für mich persönlich, einfach nur zocken. Ganz wichtig, zwischendurch auch mal, und halt auch das Pack genießen, weil ich mag das Pack echt. Das Pack ist echt ein richtiger Kopffick, aber es macht halt auch Spaß. Und es macht auch Spaß, Dinge rauszufinden, aber das kann ich nicht, wenn ich täglich ein Video rausbringen möchte, was ja mein persönlicher Ansporn ist, täglich ein Video rauszubringen und nicht irgendwie einmal oder zweimal in der Woche und dann irgendwie nur gestreckt und zusammengecuttet bis zum Ende. Das ist so, das ist nicht mein Anspruch. Ich will euch, vielleicht werde ich dann, hoffe ich mal, dass ich auch die Qualität von den Videos, da vorne seht ihr, Carsten in Aktion, Bums, Zombie tot. Carsten ist super. Das wird sich dann halt zeigen. Ich werde wahrscheinlich den Turm werde ich wegreißen. Da hinten der Tempel muss weg. Wie gesagt, es wird viel passieren. Es wird hoffentlich habe ich die Muße dazu. Vielleicht gehe ich den Weg und hole mir einfach irgendwie Building-Vorschläge von mit dem Copy-and-Paste-Gadgets. Es gibt ja extra für das Copy-and-Paste-Gadget gibt es ja ein Subreddit, wo man diverse Sachen sich runterladen kann. Allerdings will ich halt darauf hinaus, dass das Ganze dann auch so ein bisschen homogen ist. Oh, ich glaube, da ist schon wieder ein Carsten. Doch, wollen wir uns den mal holen? Komm, wir holen uns mal den Carsten da hinten. Ich glaube, das ist noch ein Carsten. Ja, das ist noch ein Carsten. Hui! Geht doch alle kaputt. Ey, gib mir die auf den Sack. Ich bin übrigens relativ unzerstörbar, muss ich sagen. Wie viel Leben hast du? Ja, er ist nicht ganz so groß, aber es ist ein zweiter Carsten. Den stelle ich. Oh, komm, das machen wir. Das machen wir jetzt auch schnell zum Abschluss. Wir gehen mal kurz schlafen. Und dann stellen wir den anderen Carsten auf die andere Seite. Bringt zwar nichts, aber wir haben halt Carsten. Ne? Dazu nehmen wir uns eine Leash. Lead. Wie wird denn das geschrieben? Lead. Da. Eine Lead und ein Fans. Und stellen uns dann auf die andere Seite. Alt, wir brauchen noch einen Nametag. Moment, wir brauchen noch einen Nametag. Nametag. Den nennen wir Kevin. Zack. So, komm mit. Wir gehen hier lang. Dann haben wir einen Carsten und einen Kevin. Und hier sind meine Goldleaves schon gewachsen. Das ist sehr schön. Oh. Ist das ein Boss? Wenn ja, könnte das gleich wehtun. Kevin, falls du stirbst, tut mir leid. Nee, das war kein Boss. So, Kevin stellen wir hier hin. Zack. Erstmal hier alles einsammeln. Weil das war übrigens alles Carsten, der das kaputt gemacht hat. Beziehungsweise die Sonne. Nein, was machst du denn da? Geh weg.
Dankeschön. So. Dann holen wir uns Kevin. Wo ist meine Elite? Erstmal kriegst du deinen Namen. So, du heißt jetzt Kevin. Aber wo ist meine Elite? Habe ich die irgendwo eingesammelt? Ist die kaputt gegangen? Wieso leckt mein Server gerade? Okay, ich glaube, ich stürze gerade ab. Aber trotzdem sage ich euch, bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge. Bye bye und tschüss.